Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3 und jetzt alle mal pssst, ganz leise. Ich mache hier weiter, Boden sieht nicht dort wo wir gerade letztens stabil aufgehört haben. aus. Wir sind hier in einem Laden, dort von der Familie. Den wollen wir gerade ein bisschen ausrauben. Gerade sind wir alle unentdeckt. Soll auch gefälligst so bleiben. Deswegen. Na verdammt. Nein. So, Energiezellen nehmen wir auch alle mit. Riskant, riskant, riskant. Erkannt. Versteckt. Erkannt, versteckt. Schwer. Da ist bestimmt was Gutes drin, ne? Wieso? Nee, ja. Nein. Raketen. Okay, aber hier wird's schwer. Oha. Guck mal, ob hier irgendwas noch in der Nähe. Ah. Sehr leicht. Komm schon. Nehmen wir alles schön mit. Schwer, bin noch versteckt. Alles mitnehmen. Was ist das? Terpentin. Praxis Putzmittel. Nicht so wichtiges Zeug. Überall Bügeleisen. Schreibmaschine. Und Lager. Jetzt will ich versuchen. Okay. Kriegen wir auch noch auf. Da vorne war noch ein Erste-Hilfe-Kasten, aber ich glaube, den kriegen wir nicht auf. Boah, verdammt. Na gut. Können die noch entbehren? Die Korrosionszellen. Dann. Weiß nicht. Könnten wir. Erkannt, versteckt. Nehmen wir mit. Lassen wir mitgehen. Hahaha. Vorne ist Schlüssel. Verdammt. Aber Kühlschrank können wir schauen. Nehmen wir alles mit. Truhe. Und Korken. Sehr schön. So, jetzt stehen wir mal auf. Und jetzt tun wir so, als hätten wir ja nichts gemacht hier. Du, 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 du. Oh, hier ist alles voller Altmetall. Geil. Könnten wir toll in. Hier in. Wie heißt das? Dieser Stadt verkaufen. In. Aufhören! Hier sind alles Pfeile. Dann kommt Megaton. Müssten wir. Na ne, gut, ich überlege eh hier, ob ich die nicht alle noch vorher töte. Sprechen Ich wir mit hatte schon Karl. lange keinen Kunden mehr. Der letzte war ein bisschen arg durchwachsen. Wissen Sie, was ich meine? Nicht wirklich. Ich suche nach Ihren Rest. Haben Sie ihn gesehen? Sehe ich etwa wie ein Babysitter aus? Ich weiß nicht, wo er ist. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Na, du bist ja charmant. Sie haben echt eine miese Einstellung. Können Sie mir nicht einfach helfen, ohne gleich gemeint zu werden? Diese miese So Einstellung. bin ich nun mal. Gefällt Ihnen das nicht? Pech gehabt. Gibt es sonst noch was über Ihren Rest zu berichten? Ian, Ian, Ian! Ist das alles, was Sie zu sagen haben? Meine Güte! Kann ich mal sehen, was es hier gibt? Mit den nötigen Kronkorken können Sie alles kaufen. Das ist besser als rumzustehen und die Waren anzusabbern. Ja, nee, mache ich auch nicht. Ich klause dir ja vorher. So, wir gucken mal. Hilfe. Altmetall lassen wir. H-Klammern. Kernspaltungsbatterie. Haben wir nur eine. Gewicht 10. Weiß gar nicht, ob unser Packesel noch welche hat. Schacht Zigaretten. Verkaufen wir. Vorkriegsgeld auch. Wir haben noch hier was Meere gesammelt. Wo ist das hin? Munition? Das ist egal. Wiegt eh nichts. Gegenstände. Das ist alles. Waffen. Gucken wir mal, können wir hier irgendwas verkaufen? Magnum, Abwehrmittelstick, chinesisches Sturmgewehr. Pulsgranaten, Impulsminengranaten könnten wir ein bisschen loswerden.
Splitterminen. Machen wir 6 Stück. Genauso Splittergranaten. Wie viele? Machen wir 8. So, er hat noch genug Geld, wo ich das haben könnte. Sturmgewehr, Kronkorkenmine. Ach, machen wir eine hin. Kampfflinte. Ah, die können wir noch zum Reparieren nutzen. Nehmen wir noch eine Impulsmine. Ach, gerade juckt mir meine Nase. Sorry. So. Aber ich habe doch gerade auch Terpentin genommen. Wo ist denn das drin? Okay. Oh, Radex können wir ein bisschen verkaufen. Wie viele? 7 Stück. So. Stealth Boy nicht. Psycho. Haben wir eh nicht viel. Mintharz. Knuspriges Eichhörnchen. Gerade liegt er sowieso bei mir. Waffen. Was haben wir hier? Pistole, Baseballschläger, Bleirohr, Kampfflinte, Laserpistole, Lasergewehr. Schlagringe, Splittergranate, Sturmgewehr. Strahlenschutzanzug, Söldner-Outfit. Kleidung. Naja, ist nicht wirklich so gut. Habe ich nicht irgendwas von Lederrüstung gelesen? Stimpaks hatte einige. Richtig viele sogar. Kann man gut gebrauchen. Machen wir hier ein bisschen Buff-Out. Blutpakete lassen wir noch. Aufbereitet Wasser auch. Med-Ex, Mintharz. Gut. Red-Ex, wie gesagt, haben wir ja schon. Und dann fangen wir mal an. Haben wir Stimpak. Wie viele? Machen wir 7 erstmal. Okay, akzeptieren. Ben. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch was brauchen. Was ist das für ein Ort? Dies ist mein Geschäft. Wenn Sie etwas kaufen wollen, dann kaufen Sie. Wenn Sie nur reden wollen, dann verschwinden Sie gefälligst. Erzählen Sie mir über die Familie. Mit uns ist verdammt schlecht Kirschen essen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Okay, ich muss jetzt gehen. Lass Sie nicht sagen. Ich gehe nochmal hinter ihm. Kann ich den beklauen? Ja, er hat eh nichts Interessantes, verdammt. Das man kann ihm vielleicht seinen Schlüssel klauen. Aber so sieht es auch nicht aus. Gut, dann gehen wir hier hoch. Hallo. Holly. Haben wir mit dir geredet? Nee. Ich glaube, wir wurden uns noch nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Holly und bin die Frau von Vance. Ich suche nach Ihnen, West. Haben Sie ihn gesehen? Ich fürchte, Vance hat ihn isolieren lassen. Und ich habe keine Möglichkeit, die Befehle von Vance zu umgehen. Er ist ein guter Junge. Ich glaube, Vance wird ihn bald auf den rechten Weg führen. So wie er es mit jedem von uns getan hat. Ja, vielleicht. Vielleicht bringt es ihn aber nur noch mehr durcheinander. Tut mir leid, aber ich denke, er braucht seine eigene Familie. Meinen Sie nicht, dass er schon so völlig durch den Wind ist? Machen Sie sich doch nichts vor. Wir haben ihn gerade noch rechtzeitig aus diesem Kaff herausgeholt. Gibt es sonst noch was über ihn, Rest, zu berichten? Wie ich schon sagte, befindet er sich in der Isolation. Er muss jetzt meditieren und nachdenken. Was ist das für ein Ort? Dies ist Meresti, die Heimat der Familie. Das ist der einzige sichere Ort für diese armen Leute. Erzählen Sie mir über die Familie. Mein Mann hat vor nicht allzu langer Zeit diese Gruppe aufgebaut. Er hat damit versucht, die Mitglieder vor Not und Spott zu bewahren. Jetzt suchen Menschen aus dem ganzen Ödland nach uns, um sich der Familie anzuschließen. Ich muss gehen. Es war schön, mit Ihnen zu reden. Gut, und dann suchen wir mal nach Vance. Da ist er. Und versteckt. Klauen. Vance. Schwertschrank. Schlüssel. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich will es mal probieren. Ich speichere mal. Dieb! Hier drüben zur Hölle! Hahaha. Nämlich, wie man sieht, wir haben ja hier letztes Mal schon gehabt mit diesem Feuerschwert. Gut, hat nicht geklappt. Aber wir werden die eh alle mal, denke ich mal, umbringen, wenn wir das alles erfüllt haben. Oh, und dann klappt es schon. Wie es hier stinkt. Was hier, diese stinkt? Können wir hier lang gehen? Ich glaube, dann geht's nämlich zu. Okay. Hier.
schließen. So, bevor ich mit Vance rede, kann ich auch nochmal was raustrinken. So, ein bisschen geheilt. Aber hier, Reinigungsmittelkarton. Hat er echt nichts Ordentliches hier? Nehmen wir mit. Altmetall. Es anscheinend gar keiner bis auf den Teddy. Oha. Das nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir mit. Was haben wir hier drin? Leere Whiskyflasche. Gott, all möglichen Zeug, aber Terpentin nehmen wir mit. Und gerade Ruckels. Hier haben wir noch einen Kombo Schreibtisch. Schachtel Zigaretten. Ach so. Warum stehen wir hier rum, wenn es überall jede Menge Action gibt? Damit du was drehen kannst. Tauschen. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Irgendwo muss ich doch Terpentin haben, oder? Entgebungsanzug, aufbereitetes Wasser, Buff, ein Blutpaket. Kernspaltungsbatterie geben wir ihm mal. Terpentin, hier. Los. Ja, stürzen wir uns in die Action. Hier haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Gehört auch uns. Ich meine, das gehört alles uns hier, solange es nicht nied- und nagelfest ist. Radio mit Schraubenschlüssel haben wir hier. Schwer verschlossen. Klingt interessant. Vampirklinge. Uhu. Koffer. Vorkriegshut. Schmutzige Vorkriegsrüstung. Okay, gucken wir mal. Wie sieht's denn aus? Status, nein, Gegenstände, Waffen. Wir haben ja immer die Nagelschlagringe, Schaden 9. Und dann nehmen wir mal die Vampirklinge ausgerüstet. 3. Und dann machen wir mal kurz weg. Da ist das Schwert. Hahaha. Sehr schön. Danke fürs Schwert. Mal was anderes hätte ich mit dem Schlüssel auch nicht erreicht. Schreibtisch leer. Gut. Hier haben wir noch eine Metallkiste, auch leer. Leer. Da haben wir noch einen Schreibtisch voll. Coca-Cola. Was haben wir hier? Mülltonne. Pfeile. Ach, brauchen wir sonst nicht. Oh, Safe. Da gehört es zum Safe. Die Wissenschaft 75. Ah, verdammt. Ist eigentlich nur durchschnittlich schwer. Na komm. Impulsgranaten. Magnum mit Zielvorrichtung. Können wir unseren Magnum reparieren und nochmal Magnum Munition. Umso schöner. Wo haben wir denn? Erstmal Kampfflinte reparieren. Und die Magnum. So, die hatten wir mit 1. So. Haben wir noch irgendwas? Nö. Truhe ist leer. Computer kommen wir nicht ran. Hier unten ist nichts. Gut, dann gehen wir mal zu Vance. Und dann reden wir mal mit ihm über ihren. Der müsste hier irgendwo sein. Wo ist denn Vance jetzt hin? Hallo? Es wird immer schwieriger, an gottverdammte Zigaretten zu kommen. Du hast da noch Zigaretten im Mund. Ich frage mich, was mit dir los ist. Aha. Spielzeugkiste. Ach, toll. Gut. Aber wir reden mit Vance. Jetzt hier unten. Der müsste da sitzen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.